In diesem Video geht es nochmal um STRG F. Das ist ein YouTube-Kanal von Funk, der viele, viele coole Sachen macht, aber eben auch in letzter Zeit mehrfach kritisiert wurde. Ich hatte dann vor einem Monat auch ein Kritikvideo veröffentlicht, in dem ich nachweislich gezeigt habe, dass ein Rechercheteam von STRG F bei einem ihrer Berichte teilweise unprofessionell und unjournalistisch gearbeitet hat. Unter anderem wurden von STRG F auch Falschbehauptungen verbreitet, teilweise sogar bewusst. Und das konnte ich zum Glück in meinem Kritikvideo durch verschiedene Chatnachrichten und Audioaufnahmen beweisen. Gut zwei Wochen später hat STRG F dann zu der Kritik Stellung bezogen. Nicht nur zu meiner, sondern auch zu anderer Kritik, die teilweise seit Monaten auch schon im Raum steht, oder auch zu Kritik in den Kommentaren, die sie von ZuschauerInnen bekommen haben. Und dieses Statement-Video von STRG F, wo sie auf Kritik eingehen, kam gar nicht gut an. Wenn man so runterscrollt, sind nahezu alle Kommentare negativ. Also kein Hate, sondern sachliche, aber deutliche Kritik. Es gibt literally tausende kritische Kommentare. Oft wird vorgeworfen, dass sie in ihrem Statement-Video Kritikpunkten künstlich ausgewichen seien oder dass die eigentliche Kritik nicht angenommen wurde. Das Video hat ca. 70% Dislikes und damit sogar mehr als ein ApoRed aktuell. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sowas Krasses schon mal bei einem so großen Funkkanal gesehen habe. Aber was ist da passiert? Es scheint, als würde STRG F nach ihrem Statement mehr kritisiert werden als vor ihrem Statement. Sind diese ganzen Zuschauer nur voreingenommen und haten doof rum, oder gibt es vielleicht Gründe für diese Art von Reaktion? Was da dran ist, möchte ich euch hier in diesem Video zusammentragen und zeigen. Wir sehen uns die größten Kritikpunkte an, die Leute an diesem Statement haben. Manche davon werden durch Hintergrundinfos, die ich in diesem Video gebe, noch schlimmer. Außerdem habe ich bei meinen Recherchen zu diesem Video hier leider neue Unwahrheiten und journalistische Fehler gefunden. Teilweise bei STRG F, teilweise auch bei Funk direkt. Und mir wurden neue Chatverläufe zugetragen von einem anderen Interviewpartner von STRG F. Und diese Chatverläufe, die ich euch gleich zeigen werde, belegen nicht nur Fehler, sondern vor allen Dingen belegen sie, wie STRG F diese Fehler verheimlichen wollte. Aus meiner Sicht hat STRG F mit verschiedenen Aktionen, die wir in diesem Video sehen werden, dem Vertrauen von einigen Menschen in die öffentlich-rechtlichen Medien geschadet. Und ich habe nicht mal alle, sondern nur die relevantesten Punkte in dieses Video aufgenommen. Deswegen, schnallt euch an, let's go! Eine Sache, die schon vor Monaten von Journalisten und anderen YouTubern recherchiert und veröffentlicht wurde, betraf die superreichen Doku von STRG F. Ich hatte diesen Kritikpunkt in meinem Video nochmal kurz zusammengefasst. Zum Beispiel bei dem Theo Stratmann-Video. Das war ja ein Video über Superreiche und wie die so leben. Da wurde zum Beispiel kritisiert, dass der wohl auffälligste Protagonist der Doku, der auch auf dem Thumbnail von der superreichen Doku ist, vielleicht gar kein Superreicher ist. Es geht bei dieser Frage übrigens nicht um Theos Eltern und was die möglicherweise haben. Denn der Vater sagt, dass er nicht sieht, woher Theo diesen Reichtum haben sollte, von ihm sicherlich nicht. Und auch Theo selbst und Theos Mutter sagen jeweils, dass er von seiner Mutter auch nicht groß was bekommt. Also ein 18-Jähriger, der aus eigenem Verdienst so reich ist? Sass. Aber STRG F hat ihn eben als superreich dargestellt und genau das wurde kritisiert. So zu tun, als wäre jemand superreich, auch wenn er das vielleicht gar nicht ist, ist ja eigentlich unjournalistisch. Weil sowas sollte man ja eigentlich ausreichend prüfen, bevor man Theos Darstellung von seinem großen Reichtum einfach so übernimmt. Okay, aber was sagt STRG F jetzt in ihrem Statement-Video zu dieser Kritik? Sie rudern zurück. Sie rudern wie die Weltmeister. Plötzlich tun sie so, als würde es gar nicht um superreich gehen, sondern nur noch um reich. Sie beziehen sich auf diese Aussage vom Business Insider. Was, wenn Theo gar nicht superreich ist, sondern vor allem super provokant? Und gerade deshalb für die STRG F-Doku ausgewählt wurde. Und sie sagen direkt danach, krasse Aussage. Der Business Insider stellt in Frage, ob Theo reich ist oder wir ihn nur wegen seiner provokanten Sprüche ausgewählt hätten. Habt ihr es gemerkt? Das ist eigentlich ein klassischer Strohmann. STRG F verändert einfach so ein bisschen die Aussage ihrer Kritiker und tun deswegen so, als würde es um die Frage reich gehen statt superreich. Und so definieren sie die Kritik einfach nachträglich um in die Frage, gehört Stratmann zu dieser Gruppe der obersten 10%? Aber das war ja nicht der Punkt. Der Punkt war, dass ihr Theo Stratmann als superreich dargestellt habt in der superreichen Doku. Die obersten 10% sind ja mit Sicherheit nicht superreich. Sonst wäre ja jeder 10. Deutsche superreich. Also dann hätten die meisten Leute in ihrem Bekanntenkreis superreiche Personen, die mal eben Privatjet fliegen. Hab ich persönlich jetzt nicht. Also letztlich sagt STRG F in ihrem Statement-Video nicht, dass sie irgendwas falsch dargestellt hätten, sondern nur, dass sie im Titel zugespitzt haben und ansonsten scheinen wir wohl einfach die Doku missverstanden zu haben. Weil im Video würde es gar nicht um Superreiche gehen, sondern um jeden 10. Deutschen. Also in der Doku mit Superreiche im Titel, Privatjet auf dem Thumbnail, dass sich literally um Leute dreht, die mal eben entspannt regelmäßig mit dem Privatjet fliegen. Superreiche gegen die Superreichen. Superreichen als Superreiche der Superreichen von Superreichen. Superreichen, Superreichen. Da ging es eigentlich um jeden 10. Deutschen. Es wurde jedenfalls das Wort Superreich aus dem Titel entfernt.
Mehr Fehlereingeständnis als ein Wort im Titel gibt es bei Steuerung F aber nicht. That's it. Die eigentliche Kritik, die im Raum stand, nämlich, ey, ihr habt gar nicht genug über den recherchiert, bevor ihr den als superreich dargestellt habt, weisen sie zurück. Sie sagen, dass sie Theo Strattmann natürlich vor ihrem Video genug durchgecheckt haben. All das haben wir natürlich vor der Veröffentlichung gecheckt. Wir haben sowohl seinen Background gecheckt und uns erst dann für Theo als Interviewpartner entschieden. Okay, Steuerung F präsentiert sich hier als journalistisch sauber. Man habe erst alles Wichtige recherchiert und geprüft und dann hat man sich für Theo entschieden. Aber ist es wirklich so gelaufen? Sie verschweigen hier nämlich ein paar Sachen, die ich ja jetzt erzählen kann. Es hat sich nämlich neulich jemand bei mir gemeldet, nämlich Theo Strattmann. Und der hat gesagt, dass das Quatsch ist und dass sie ihn nicht ausreichend durchgecheckt haben vor diesem Interview. Jetzt kann man sagen, ach, Theo ist ein Schnacker, aber das hat er nicht nur gesagt, der konnte das beweisen. Mir liegen eine ganze Reihe von Sprachnachrichten und Chatnachrichten zwischen Theo Strattmann und Mirko von Steuerung F vor, also der Redakteur, der an dieser Doku mitgearbeitet hat. Ich spiele die jetzt aus rechtlichen Gründen nicht ab, aber ich lasse Teile daraus jetzt einfach mal nachsprechen. Und diese Nachrichten zeigen ein ganz anderes Bild, als Steuerung F von sich präsentieren möchte. Denn nachdem Steuerung F diese superreichen Doku veröffentlicht hatte, haben halt Leute in den Kommentaren geschrieben, ey, dieser Theo, der ist doch ein Blender, der ist doch gar nicht so reich, wie der tut. Und aufgrund dieser Zweifel hat der Mirko dem Theo Strattmann dann Sprachnachrichten geschickt. Ich betone nochmal, das war nachdem das Video draußen war, also ein Zeitpunkt, wo man nicht mehr recherchieren sollte, wenn man das vorher schon ausreichend gemacht hätte. Aber hört selbst. Genau, vielleicht kannst du dazu einmal kurz sagen, was da dran ist oder vielleicht hast du irgendwelche Belege, dass das nicht stimmt. Ja genau, ist nicht so, dass wir dir nicht glauben, aber jetzt kamen halt diese Nachrichten auf, deswegen wollten wir kurz fragen, was da dran ist. Deswegen steht ja jetzt so ein bisschen was im Raum und es wäre einfach cool, wenn du uns irgendwie das belegen könntest, weil wir ja so sicher sein können, dass wir jetzt nicht so irgendwie sozusagen einen Fehler gemacht haben oder so. Aber letztendlich war das für mich auf jeden Fall plausibel, weil du hast mir Bilder aus deiner Snapchat-History gezeigt, von dem Privatchat und so. Also, dass du da mit Privat warst und geflogen bist. Deswegen vielleicht kannst du da für mich zum Background mir sicherstellen, dass du tatsächlich diesen Lifestyle lebst, den du uns gegenüber verkörpert hast. Wegen diesem Thema jetzt, dass das Leute da anzweifeln. Ich weiß nicht, vielleicht könntest du mir das transparenter machen, woher du quasi jetzt das Geld nimmst. Also wie viel ist da quasi von den Eltern und wie viel ist da wirklich selbstverdient, weil das jetzt ein bisschen undurchsichtig war und ich mir jetzt mit 18 Jahren kaum vorstellen kann, dass man da jetzt schon so viel selber verdient. Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen erklären. Also, Steuerung F hat Theo Strattmann obviously vor ihrer Doku nicht ausreichend durchgecheckt. Es scheint stattdessen so, als hätten sie Theo anhand von wenigen Anhaltspunkten wie Bilder aus einer Snapchat-History, die gar nichts heißen müssen, einfach Glauben geschenkt. Im Gegensatz übrigens zu manchen normalen YouTubern, die wirklich über Theo recherchiert haben und dadurch viele Sachen rausfinden und zeigen konnten. Und Steuerung F ist sich natürlich auch bewusst darüber, dass sie vor der Doku nicht ausreichend recherchiert haben, weil sie wissen ja, dass sie nach der Doku nach Belegen für Reichtum gefragt haben und selbst gesagt haben, dass es für sie undurchsichtig ist und ob sie da jetzt einen Fehler gemacht haben, weil sie sich auch nicht wirklich vorstellen können, dass der jetzt so reich ist. Aber ihren Zuschauern gegenüber will das Steuerung F ganz offensichtlich vertuschen. Sie sprechen von keiner einzigen Sache, die dabei nicht optimal lief und erzählen ausschließlich davon, dass sie erst recherchiert haben und dann sich für Theo entschieden haben. Ich habe mies recherchiert, glaubt es mir. Wenn ich sage, ich habe recherchiert, ich bin ein Freak. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Übrigens, bis heute scheint die Unwissenheit über Theos vermeintlichen Reichtum ein Thema für Steuerung F zu sein. Denn so eine Woche bevor sie ihr Statement-Video veröffentlicht hatten, hat sich der Mirko, laut Theo Strattmann, wieder bei ihm gemeldet, um nach Beweisen für angeblichen Reichtum zu fragen. Und zusätzlich dazu habe Mirko jetzt sogar die Mutter von Theo Strattmann ausfragen wollen. Laut der Mutter von Theo Strattmann, ihre Schilderung habe ich per Sprachnachricht bekommen, hat Steuerung F sie sogar dazu drängen wollen, Kontoauszüge von sich zu schicken. Was auch so weird wäre. So, der Punkt ist folgender. All das erwähnt Steuerung F nicht. Sie tun stattdessen so, als wäre alles clean abgelaufen. Als hätten sie alle Recherchen vorher gemacht und that's it. Selbst in ihrem Statement-Video, wo sie das transparent hätten aufarbeiten können, betonen sie: Wir haben sowohl seinen Background gecheckt und uns erst dann für Theo als Interviewpartner entschieden. Und diese ziemlich deutliche Unehrlichkeit in der Aufarbeitung richtet aus meiner Sicht einen viel größeren Schaden an als das ursprüngliche Problem. Genau das, also dass Steuerung F vorher nicht ausreichend recherchiert hat, war ja die Vermutung. Genau das war ja die Kritik an Steuerung F. Sie hätten einfach zugeben können, dass sie da nicht genug geprüft haben und dass sie das selber gemerkt haben, als das Video rausgekommen ist. Digga, klar ist das nicht nice, aber wir machen alle Fehler. Ich glaube, die meisten Leute hätten Schwamm drüber gesagt, wenn sie das einfach ehrlich aufgearbeitet hätten. Und das hätten sie machen können, weil sie ganz genau wussten, dass die Kritik da einen wahren Punkt getroffen hat. Aber stattdessen wollte man offenbar all das verheimlichen und unter den Tisch kehren. Maybe in der Hoffnung, dass das schon nicht rauskommen wird und man dann keine Verantwortung dafür übernehmen muss. Aber ich glaube, damit haben sie es einfach nur schlimmer gemacht. Ich meine, come on, das macht's doch allen Leuten schwerer, in Zukunft Steuerung F bei der Aufarbeitung ihrer Fehler zu glauben. Und das ist super schade.
By the way, abschließend zu diesem Thema, hatte Steuerung F in ihrem Statement-Video gesagt, dass es meine Pflicht gewesen wäre, sie vor meinem Kritikvideo mit Fragen zu konfrontieren. Und jetzt die Frage, hat er uns mit seinen Vorwürfen konfrontiert? Ihr ahnt es. Nein. Also zum einen, wenn man jemandem Vorwürfe in einem Video macht, ist es nicht einfach nur nett, ihn dazu zu hören. Es ist, wie schon mal erklärt, auch Pflicht. Also zum einen ist auch das wieder inhaltlich falsch. Es ist nicht die Pflicht von jedem Menschen, eine Anfragemail zu schicken, bevor man eine öffentliche Falschbehauptung richtigstellt oder jemanden sachlich kritisiert. Das ist einfach Quatsch. Aber wisst ihr was? Ich habe das diesmal gemacht. Vorher wusste ich ja nicht, dass sie sich so eine E-Mail wünschen. Jetzt wusste ich es, deswegen dachte ich mir, why not, schreibe ich so eine Anfragemail. Also habe ich für dieses Video eine offizielle Anfragemail an Steuerung F geschickt mit Fragen. Ich habe die Anfrage auch nicht 2 Tage vor diesem Video rausgeschickt, sondern Wochen davor, weil das halt geht, wenn man halbwegs eine Übersicht über die eigenen Recherchen hat. Und ich habe von der Pressestelle von Steuerung F auch eine Antwortmail bekommen, in dem die Redaktion Fragen beantwortet. Unter anderem habe ich zu dem Theo Strattmann-Thema gefragt, warum denn der Titel dieser superreichen Doku erst jetzt angepasst wurde und nicht schon Monate früher, als sie von anderen Journalisten mit derselben Kritik konfrontiert waren. Weil ich hatte in meinem Video ja nicht neue Kritik geführt, sondern nur auf die bestehende verwiesen. Hier ist die Frage, die ich dazu geschickt habe und hier ist die Antwort von Steuerung F. Also sie haben nichts zu dieser Frage gesagt. Sie sind generell den meisten Fragen aus meiner Anfrage-Mail entweder ausgewichen oder haben gar nichts dazu geschrieben. Aus Transparenzgründen habe ich meine vollständige Anfrage-Mail und die Antworten von Steuerung F auch im Quellendokument komplett verlinkt. Scrollt da gerne mal rüber, da kann sich jeder selbst ein Bild machen. Also ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm, dass sie auf Fragen nicht geantwortet haben. Aber dafür, dass es ihnen so wichtig schien, dass ich vorher eine Anfrage-Mail schicke, haben sie echt wenig beantwortet. Aber ey, immerhin haben wir das mit dieser Anfrage-Mail jetzt einmal gemeinsam ausprobiert. So, um das Theo Strattmann-Thema abzuschließen. Wir konnten sehen, dass Steuerung F im Umgang mit dieser Kritik, in ihrer Aufarbeitung nicht wirklich ehrlich war und ihre lückenhafte Recherche ganz offensichtlich unter den Tisch kehren wollten. Und dafür haben wir Belege gesehen. Aber auch an anderen Stellen zeigt das Statement von Steuerung F weitere journalistische Defizite. Steuerung F hatte mich damals für ihre Doku angefragt. Und sie geben scheinbar in ihrem Statement-Video zu, dass sie schon während dieser Anfrage mir gegenüber so ein bisschen voreingenommen und biased waren. Sie sagen darin Folgendes. Aber warum sonst sollen wir da angerufen haben? Eine Pizza haben wir uns bestimmt nicht von Köln nach Hamburg bestellt. Wir Journalisten bekommen ständig keine Antwort. Menschen, denen wir Fragen stellen, ducken sich weg. Sie sind im Urlaub, haben in den Bergen gerade schlechtes Netz oder E-Mails landen im Spam-Ordner. Wer solche Erklärungen täglich hört, wird irgendwann misstrauisch. Da waren wir zugegebenermaßen ein bisschen misstrauisch. Das Ding ist, ich verstehe das, aber ich kann nichts dazu, dass ihr teilweise negative Erfahrungen gemacht habt. Ich habe ja auch schon schlechte Erfahrungen mit Journalisten gemacht, aber trotzdem habe ich das ja nicht in die Konversation mit euch reingezogen. Ich war von Sekunde 1 an konstruktiv, lösungsorientiert und gesprächsbereit. Vor allen Dingen wusste Steuerung F zu dem Zeitpunkt, dass ich mit ihrem Kollegen vom Magazin Royal schon seit Wochen in Kontakt stand zu demselben Thema und schon stundenlang mit ihm darüber telefoniert habe. Das heißt, sie wussten, dass ich kein Problem mit einem solchen Kontakt habe, dass sie trotzdem sichtliche Vorurteile in ihre Recherchearbeit mit reingenommen haben, noch bevor überhaupt ein Kontakt richtig bestand, ist kein gutes Zeichen und wirklich unprofessionell. Aber dieses grundsätzliche Misstrauen mir gegenüber passt auch zu einer anderen Sache, die sie erzählen. Denn als sie mich per SMS angefragt hatten, habe ich geantwortet und geschrieben, hey, ich beantworte gerne die Fragen, aber ich weiß gar nichts von irgendwelchen Fragen, deswegen schick sie mir bitte rüber. Und darauf antworten sie in ihrem Statement und sagen, dass sie mir deshalb die Fragen erstmal nicht geschickt haben, weil sie dachten, dass ich die schon hätte. Woher weißt du Goofy das denn? Aber ich habe ja literally geschrieben, dass ich die nicht habe, ne? Also glaub mir das doch einfach, wenn ich das sage. Ich check diese Herangehensweise nicht. Aber das Krasseste in diesem ganzen Vorurteile-Misstrauen-Thema kommt jetzt. Das Folgende bezieht sich nicht generell auf Steuerung F, sondern war nur Teil meines Kontaktes mit dem Sebastian von Steuerung F. Kurz zum Kontext. Nach ihrer Anfrage per SMS habe ich ja gesagt, dass ich total gesprächsbereit bin, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht kann. Und nachdem sie das wussten, haben sie die Bearbeitungsfrist für mich genau in diesen Zeitraum gelegt. Entweder telefonieren wir oder ich mache das schriftlich in Ruhe, wie ihr wollt. Ich habe nur dazu gesagt, dass ich jetzt gleich zur Therapie muss und deswegen in einem kurzen Zeitraum nicht kann. Also sie wussten, dass ich aufgrund meiner Therapie erst ab 16 Uhr wieder kann, weil das stand im Chat. Und sie setzen die Frist trotzdem bis 16 Uhr. Dafür haben sie sich entschuldigt, schwamm drüber, abgehakt, darum soll es nicht weitergehen. Aber sie haben im gleichen Atemzug was anderes gesagt, was ich richtigstellen muss. Sie sagen nämlich, dass das mit der Therapie einfach in der Hektik untergegangen wäre, als sie mir diese Frist gesetzt haben. Okay, wir können euch nur sagen, das war unserer eigenen Hektik an diesem Tag geschuldet. Das hätte uns echt nicht passieren dürfen. Mentale Gesundheit ist immer wichtiger als irgendwelche Deadlines. Das Ding ist, das stimmt so nicht.
Erinnert ihr euch noch, dass ich in meinem Kritikvideo einen bestimmten Teil aus einer SMS von mir extra geblurrt hatte und Folgendes dazu gesagt habe? Ich blurre hier im Screenshot übrigens nur den oberen Teil, weil ich mich da auf etwas beziehe, was er im Telefonat gesagt hat und was nichts direkt mit meinen Antworten zu tun hat. Ich zeige jetzt doch diesen geblurrten Part, weil er belegt, dass das mit der Therapie nicht wegen Hektik untergegangen ist. Stattdessen hatten sie auch da wieder unbegründete Vorurteile und haben mir das in dem Moment mit der Therapie nicht geglaubt. Im Telefonat mit Steuerung F wurde mir nämlich gesagt, ich hätte gelogen und dass ich das mit der Therapie nur als Ausrede benutzen würde und Fristen extra nicht einhalten würde, um Spielchen zu spielen. Das war auch der Augenblick, wo das Telefonat dann beendet wurde. Und dass mir sowas unterstellt wird, fand ich so schockierend unprofessionell, dass ich es auch per SMS danach angesprochen habe. Hier die SMS. Sebastian, ich finde es ehrlich gesagt etwas unprofessionell, dass du mir eben unterstellt hast, ich hätte Spielchen gespielt und die Frist von euch absichtlich nicht eingehalten. Nochmal, ich war bei der Therapie, das ist halt so. Der Termin stand lange fest. Wenn du denkst, ich würde dich anlügen, dann denkst du das halt, das kann ich nicht ändern. Er hat übrigens zu diesem Vorwurf weder im SMS-Chat noch sonst irgendwo etwas gesagt. Ich meine, wieso auch? Was soll er dazu sagen? Er weiß wahrscheinlich, dass das fehl am Platz war. Ich wollte diesen Teil aus der SMS eigentlich nicht zeigen. Ich hatte das extra geblurrt, weil ich nur das Nötigste zeigen wollte. Und ich glaube auch, weil ich ein Stück weit gehofft habe, dass Steuerung F das irgendwie noch aufarbeiten, wenn auch nur im Hintergrund. Aber wenn Steuerung F jetzt so tut, als hätten sie mir keine Unterstellung gemacht und hätten nur wegen Hektik die Frist in den Therapietermin gelegt, dann kann ich das nicht so stehen lassen, wenn ich weiß, dass das gelogen ist. Liebes Steuerung F-Team, ihr seid euren Gesprächspartnern gegenüber offensichtlich teilweise voreingenommen. Das gebt ihr ein Stück weit auch selber zu. Wer solche Erklärungen täglich hört, wird irgendwann misstrauisch. Da waren wir zugegebenermaßen ein bisschen misstrauisch. Ich erwarte gar nicht, dass ihr mit euren Interviewpartnern besonders nett umgehen müsst. Das ist mir völlig egal. Journalismus muss nicht besonders nett sein. Aber es gehört zum Journalismus dazu, dass eure Vorurteile nicht eure Arbeitsweise beeinflussen. Vor allen Dingen nicht so deutlich. Einfach grundlos davon auszugehen, dass Interviewpartner euch anlügen oder verarschen wollen, ist keine Basis für irgendwas. So ein Verhalten ist gerade der Grund dafür, dass immer mehr Menschen keinen Bock haben, irgendwie mit Journalisten zu interagieren. Und das ist vor allen Dingen deswegen schade, weil es auch JournalistInnen trifft, die überhaupt nichts falsch gemacht haben. Aber auch an einer anderen Stelle gibt Desiree von Steuerung F zu, dass sie eine, ich sag mal, sehr deutliche persönliche Meinung zu einem Thema ihrer Doku hatte. Ein weiterer Kritikpunkt an Steuerung F war die konsequente Einseitigkeit zum komplexen Thema Sucralose erhitzen. Da hatte Steuerung F in ihrem ursprünglichen Beitrag nur eine Expertenmeinung konkret dargestellt und diese sogar so verkürzt, dass sie weggelassen haben, wie unsicher diese Einschätzung ist. Es wirkte dadurch für jeden Zuschauer wie eine eindeutige Fragestellung. Scheinbar gibt es ja nur eine Meinung unter Experten und die ist sicher. Ich habe dann in meinem Kritikvideo gezeigt, dass dieses Thema gar nicht so einseitig und eindeutig ist, sondern im Gegenteil sehr komplex und es ganz verschiedene Bewertungen von verschiedenen ExpertInnen gibt. Ich habe es ein bisschen mehr eingeordnet, also habe zum Beispiel auch über die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde gesprochen oder die EU, was haben die für aktuelle Richtlinien diesbezüglich. Aber dabei habe ich diese Fragestellung nicht bewertet. Also ich habe mich weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite geschlagen. Das ist gar nicht meine Position, sowas zu bewerten, aber ich habe eben gesagt, dass es wünschenswert wäre, bei so einem komplexen Thema nicht nur eine Seite konkret darzustellen. Sollte man eine so komplexe Frage mit verschiedenen Einschätzungen nicht so einseitig und knapp darstellen. Das halte ich persönlich für unjournalistisch. Und hinter dieser Kritik stehe ich natürlich nach wie vor. Also die Frage, die sich daraus ergibt, warum hat Steuerung F nur eine Seite konkret dargestellt und sie als eindeutig verkauft? Sie geben in ihrem Statement-Video aus meiner Sicht keine wirkliche Begründung dafür an. Sie lenken eher wieder von diesem Thema ab, also tun so, als würde es um ganz andere Fragestellungen gehen, ähnlich wie bei dem Theo Strattmann-Thema. Das ist erstmal schade. Aber vor allen Dingen sagt Desiree dann noch das dazu. Meine ganz persönliche Meinung, lieber einmal mehr Safety first. Aber das kann und sollte jeder für sich selbst entscheiden. Nein, das konnte bei eurem Beitrag ja eben nicht jeder für sich selbst entscheiden, weil ihr nur eine Seite konkret dargestellt habt. Genau das war ja der Kritikpunkt. Desiree gibt zu, dass sie aus persönlicher Präferenz diese eine Seite selbst komplett bevorzugt. Und das ist absolut fein, weil jeder kann ja eine eigene Meinung haben und auch JournalistInnen haben natürlich Meinungen. Aber es ist ja genau euer Job, dass ihr nicht nur die Seite darstellt, von der ihr selber Fan seid und die ihr selber feiert, sondern eben dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, eine eigene Meinung zu bilden. Darum geht es ja beim Journalismus.
By the way, machen sie exakt das an einer anderen Stelle in ihrem Statement schon wieder. Sie wollen sagen, dass eine Mail, die im Spam-Ordner landet, wohl als zugestellt gilt. Es gibt Gerichtsurteile, die besagen, eine E-Mail gilt auch als zugestellt, wenn sie im Spam landet. Und naja, es gibt eben auch genauso gegenteilige Gerichtsurteile, nämlich, dass eine Mail im Spam-Ordner nicht als zugestellt gilt. Dass es verschiedene Urteile zu dieser rechtlichen Frage gibt, weiß Steuerung F auch. Aber sie wollten eben ihren Zuschauern nur eine Bewertung dieser rechtlichen Frage zeigen. Und natürlich wieder die, die sie persönlich mehr bevorzugen. Also genau das, was sie beim Sucralose-Thema gemacht haben. Ein komplexes Thema mit verschiedenen Bewertungen, aber bei Steuerung F erfährt man nur die Bewertung, die sie selbst am meisten mögen. Exakt das und nur das war an der Stelle die Kritik. Steuerung F zeigt in ihrem Statement, dass sie bei sich da keinen Fehler sehen. Aber im Grunde genommen bestätigen sie diese Kritik in ihrem Statement nur. Ich würde mir also weiterhin wünschen, dass persönliche Meinungen und Präferenzen nicht dafür sorgen, dass komplexe Themen komplett einseitig dargestellt werden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein weiterer Vorwurf an Steuerung F war, dass sie öffentlich behauptet hatten, es sei nicht zu einem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen, obwohl wir eine halbe Stunde telefoniert hatten. Ja, leider hat er uns auf diese Frage nicht geantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Das ist gelogen. Und anstatt hier einfach zu sagen, ey, ich habe da Quatsch erzählt, sorry, und dann ist das Ding abgehakt, fällt Steuerung F auch hier eine, ich sag mal, kreative Begründung ein, warum sie keinen Quatsch erzählt haben. Mit uns meinte ich hier mich, also Desiree und Riso. Sie spricht zwar von einem Fehler, aber nicht, weil was Falsches gesagt wurde. Dieser Take von Desiree ist also, dass man den Satz folgendermaßen verstehen müsste. Leider hat er uns, also Steuerung F, auf diese Frage nicht geantwortet und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films, also dem Film von Steuerung F, zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen, also zwischen Steuerung F und, da ist jetzt plötzlich Desiree als Einzelperson gemeint, also sie wollte nur zum Ausdruck bringen, dass es spezifisch zwischen ihr und mir zu keinem Gespräch gekommen ist. Ja, really? Aber abgesehen davon, dass das grammatikalisch keinen Sinn macht, ist es noch viel offensichtlicher, dass das eine Ausrede ist, wenn man sich Folgendes vor Augen hält. Ein solches Gespräch stand nie im Raum. Desiree hat mich auf Instagram nicht nach einem Gespräch gefragt, auch per Mail und per SMS nicht. Auch ihr Kollege Sebastian, mit dem ich ja in Kontakt stand, hat nie danach gefragt, ob ich mit Desiree reden möchte. Ich habe auch Steuerung F nochmal in meiner offiziellen Anfrage-Mail gefragt, ob sie wüssten, wo so ein Gespräch jemals im Raum stand. Auf diese Frage haben sie auch nicht geantwortet. Also, es macht überhaupt keinen Sinn, dass Desiree in einem Podcast, wo sie Steuerung F repräsentiert und aus der Sicht von Steuerung F spricht, plötzlich darüber reden will, dass sie kein Gespräch mit mir hatte. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum dieses Statement-Video so schlecht ankommt. Weil auch ohne das Hintergrundwissen, dass so ein Gespräch nie im Raum stand, spüren viele Leute, dass das Cap ist. Mit uns meinte ich hier mich, also Desiree. Ach so, na klar. Der Orientierungskurs Deutsch. Das ist ja auch völlig klar. Mein lieber Scholli, ist das peinlich. Fucking unbelievable. Das ist einfach. Sie spricht für Steuerung F und als Ausrede sagt, nee, damit meinte ich nur mich. Das ist so eine lächerliche, dumme Scheiß-Ausrede. Das damit zu rechtfertigen, dass du gesagt hast, also nur ich wollte mit ihm reden, ist wirklich maximaler Cringe. Also selbst an den wenigen Stellen, wo sie irgendwie einen Fehler bei sich sehen, arbeiten sie das zum einen nicht richtig auf, weil die Stelle ist immer noch im Podcast drin, und zum anderen scheinen sie alles dafür zu tun, um möglichst wenig Verantwortung bei sich selbst zu übernehmen. Auch wenn sie dafür völlig unglaubwürdige Stories erzählen, die keinen Sinn machen. Außerdem war das ja nicht die einzige Lüge, die sie im Podcast verbreitet haben. An einer anderen Stelle sagt Desiree, dass ich an Moore festhalten würde, obwohl Steuerung F wusste, dass das falsch ist. Oder sie sagt, dass ich der Redaktion auf Fragen nicht geantwortet hätte, obwohl ich darauf nachweislich geantwortet habe. Auf diese Falschaussagen gehen sie allerdings in ihrem Statement-Video überhaupt nicht ein. Und dieses Problem, also dass Steuerung F, ich sag mal, gedankliche Verrenkungen macht, um irgendwie die eigentliche Kritik zu umschiffen und nicht annehmen zu müssen, zieht sich so ein bisschen durch ihr Video. Auch bei dem folgenden Thema, das sehr viele Viewer in den Kommentaren kritisiert hatten. Mit einer der größten Vorwürfe an Steuerung F, wenn man so in die Kommentare schaut, scheint folgender zu sein. In ihrer Doku ging es um einen damaligen Kooperationspartner von mir, More Nutrition. Ich habe aktuell keine Kooperation mit denen, aber zu dem Zeitpunkt lief noch ein Vertrag. Und ich hatte damals zu Steuerung F sehr deutlich im Telefonat gesagt, dass ich schon seit Wochen meine Werbung runtergefahren habe und mich vorerst von More Nutrition trennen werde. Und dafür habe ich einen Aufhebungsvertrag gemacht, der dafür sorgt, dass meine Kooperation frühzeitiger beendet ist. Und das habe ich denen alles gesagt und nachdem sie all diese Infos hatten, haben sie dann in ihrer Doku das behauptet. Am Ende bleibt Rezo trennen.
trennt sich nicht von Moore. Das war also eine faktische Falschaussage. Untergegangen ist diese Info übrigens nicht. Der Sebastian, mit dem ich telefoniert hatte, der war nicht Praktikant oder so bei STRG F, sondern der hat den Schnitt dieser Doku gemacht. Auf Rückfrage hat mir STRG F auch basically bestätigt, dass sie als Redaktion zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihrer Doku wussten, dass das, was sie da sagen, nicht stimmt. Und das ist schon heavy. Also hier geht es nicht um einen Schusseligkeitsfehler oder irgendwie kleines menschliches Versagen, sondern es geht um das bewusste Desinformieren von sehr vielen Menschen. Die Redaktion eines öffentlich-rechtlichen YouTube-Kanals mit Millionenreichweite überlegen sich Aussagen, die nicht stimmen, wissen, dass diese Aussage nicht stimmt und verbreiten sie dann trotzdem. Also, sie lügen bewusst vor einem Millionenpublikum und all das ist belegt und bewiesen. Ich würde das auch gar nicht hier nochmal ansprechen, wenn nicht ihre Aufarbeitung dieses Problems, ich sag mal, weird ist. Denn die einzigen, die bei solchen bewussten Falschaussagen nicht mal unsauberes Verhalten sehen, scheint, naja, STRG F selbst zu sein. Sie haben diese Aussage zwar mittlerweile aus ihrer Doku entfernt, aber erst nachdem es über 1 Million Views hatte und maybe auch nur, weil sie wissen, dass es auch eine juristische Fallhöhe hat. Aber grundsätzlich sieht STRG F in dieser Sache nicht mal ein unsauberes Verhalten. Im Gegenteil, es wäre sogar unfair zu behaupten, dass sie unsauber gearbeitet hätten. Aber aus all dem den Vorwurf zu konstruieren, wir arbeiten unsauber oder unjournalistisch, ist übertrieben und unfair. Und durch solche Ausdrücke wie wir hätten das rausschneiden können. Das hätten wir nach unserem Hintergrundgespräch rausnehmen können. Oder durch Ausdrücke wie da wäre etwas dumm gelaufen. Scheint dieses Bewusstsein auch nicht wirklich vorhanden zu sein. Und es kommt bei einigen nicht sehr gut an, sowohl in den Kommentaren unter ihrem Statement als auch in Reactions. Das hätten wir nach unserem Hintergrundgespräch rausnehmen können. Nein, nein, rausnehmen müssen. Rausnehmen müssen eigentlich. Ich verstehe, dass sie nicht sagen können, yo, Rezo verlässt Moore, aber mit dem Hintergrundwissen dann extra noch zu sagen, yo, Rezo bleibt bei Moore, das ist was ganz anderes. Yo, er distanziert sich nicht von bla bla, obwohl ihr genau wisst, dass er sich davon distanzieren möchte auch, dann ist das halt journalistisch unsauber. Aber warum hat STRG F denn nicht dieses Bewusstsein für einen solchen Fehler? Naja, sie sagen in ihrem Video zum Beispiel das hier. Rezo hätte uns also auch diese Information schriftlich geben müssen, was er ja nicht getan hat. Ja, hätte ich das machen müssen, damit eine Falschbehauptung nicht passiert? Das gucken wir uns jetzt mal an. Insgesamt macht STRG F hier das Gleiche, was sie auch schon bei der Theo Strattmann-Kritik gemacht haben. Sie verändern nachträglich das, worum es eigentlich ging. Bei Theo Strattmann, ihr erinnert euch, ging es eigentlich um Superreich. Sie veränderten es dann zu jeder zehnte Deutsche. Und hier ist es das Gleiche. Bisher war immer von einem Hintergrundgespräch zwischen uns die Rede und an keiner Stelle hieß es, dass das vertraulich war. Und im Statement sprechen sie plötzlich nur noch davon, dass es ein vertrauliches Hintergrundgespräch war. In diesem vertraulichen Hintergrundgespräch, Sie erklären in ihrem Video auch, was ein Hintergrundgespräch ist und es kommt so rüber, als dürfe man bei Hintergrundgesprächen niemals zitieren, es sei denn, man bekommt es nochmal schriftlich. Und um es kurz zu sagen, das ist nicht so. Weder grundsätzlich im Journalismus, noch war das in dem Fall die Absprache zwischen uns. Und beides werde ich jetzt ganz kurz zeigen. Erstmal die Frage, wie ist das mit Hintergrundgesprächen generell im Journalismus? Kurzer Journalismus-Crashkurs. Hintergrundgespräche sind Gespräche im Hintergrund. Die Informationen, die man in einem Hintergrundgespräch bekommt, sind dafür da, dass man sie in die eigene Recherche einfließen lässt. Sonst wäre ein Hintergrundgespräch für einen Journalisten ja auch völlig sinnlos. Ich habe bei der Recherche zu diesem Video auch nochmal mit verschiedenen JournalistInnen gesprochen. Also zum Beispiel vom Spiegel oder von der Zeit oder von der Welt etc. Und alle haben mir gesagt, dass es völliger Quatsch sei, dass man aus Hintergrundgesprächen ohne schriftliche Freigabe nie zitieren dürfe. Außerdem haben sie darauf hingewiesen, dass es für Hintergrundgespräche sogar verschiedene Ausdrücke gibt, also so wie unter 1, unter 2, unter 3. Und das beschreibt eben, wie man mit Informationen aus dem Hintergrundgespräch umgehen darf. Und bei Hintergrundgesprächen gibt es so ziemlich jede Form. Zum Beispiel die Form, dass du niemals zitieren darfst. Also da geht es dann auch nicht um eine Freigabe oder so. Oder du darfst völlig frei aus dem Hintergrundgespräch zitieren, auch ohne Abnahme, aber du darfst nicht sagen, wer das gesagt hat. Das kennt ihr vielleicht, wenn zum Beispiel die Rede davon ist, aus Kreisen der CDU hat man das und das erfahren. Oder du darfst beim Hintergrundgespräch völlig frei zitieren, auch wer das gesagt hat, ohne irgendeine Abnahme. Also, im Journalismus ist es definitiv nicht so, dass man aus Hintergrundgesprächen grundsätzlich die Antworten nicht benutzen darf. Letztlich kommt es nur darauf an, was die Absprache war. Also hat dein Gesprächspartner dir erlaubt, dass du die Antworten benutzen darfst. Was war denn die Absprache?
Ich konnte mich nicht erinnern, dass es eine generelle Vertraulichkeitsabsprache über das Telefonat zwischen mir und Steuerung F gegeben hat. Per SMS gab es das nicht, per E-Mail gab es das nicht und ich habe auch Steuerung F nochmal gefragt, ob sie irgendwie wüssten, wo es eine solche Vertraulichkeitsabsprache hätte gegeben. Sie konnten mir daraufhin auch keine Stelle nennen, wo es diese Absprache gegeben haben soll. Okay, dann gab es wohl keine Vertraulichkeitsabsprache, aber es könnte ja sein, dass ich trotzdem nie erlaubt habe, dass man meine Antworten nehmen kann. Also dann hätte es ja sozusagen keine Absprache in irgendeine Richtung gegeben. Ich hatte in meinem Kritikvideo Folgendes behauptet. Ich sage Ihnen, dass Sie jetzt nicht irgendwelche Halbsätze von mir wörtlich zitieren sollen, weil das ist ein spontaner Call mit sehr komplexen Fragen, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Aber ich sage Ihnen, dass Sie generell meine Antworten, was ich sage, zusammenfassend zitieren können, weil darum sollte es ja gehen, oder? Und naja, genau so war es. Und wie gut, dass ich das wieder beweisen kann, weil ich mich beim Telefonat aufgenommen habe. Ey, wenn ich diese Aufnahme nicht hätte, dann wäre Steuerung F mit so vielem durchgekommen. Ich habe im Telefonat sogar dem Sebastian gesagt, dass ich ihm einfach vertraue, dass er meine Antworten schon sinnvoll zusammenfassen wird, also nicht sinnentstellend zitieren wird. Hören wir einfach mal rein. Also wir können es gerne so machen, dass du die Antworten zusammenfasst, so, ne? Und ich glaube dir einfach mal, dass du die so zusammenfassen wirst, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber jetzt nicht wörtlich zitieren oder so, ne? Also jetzt nicht einzelne Sätze irgendwie da rauspicken oder so, aber sozusagen den groben Gist, den ich irgendwie rüberbringe, den denke ich, kannst du ja rüberbringen. Steuerung F hatte übrigens auch behauptet, dass es eine solche Absprache erst im Telefonat irgendwann und nicht am Anfang des Telefonates gab. Auch das ist falsch, das war am Anfang. Und auch im Laufe des Telefonates habe ich immer wieder klargemacht, dass man mich gern zusammenfassend zitieren darf. Hier eine Stelle, nachdem Sebastian zu mir meinte, dass er trotz meinen Antworten behaupten möchte, ich hätte nichts gesagt. Du kannst zusammenfassen, was ich gerade gesagt habe und kannst das als Antwort sagen, aber musst halt auch den Rahmen dann klar machen, dass das spontan war, ohne dass ich Zeit hatte, die Studien zu lesen. Wenn du das so klar machst, kannst du es gerne zusammenfassen, dann ist doch eine Antwort da, oder nicht? Und auch nachdem ich ihm vom Aufhebungsvertrag erzählt hatte und gesagt habe, dass ich das gemacht habe, damit ich erstmal ein bisschen Ruhe für mich habe und Zeit zum Auswerten, hatte ich auch nochmal wiederholend gesagt, dass man diese Antworten gern zusammenfassend zitieren kann. Also was du da natürlich rüberbringen kannst, ist auch, dass ich einfach die Auswertung sozusagen, also mir Zeit nehmen möchte, um auszuwerten, was da Sache ist. Und sind ja super, super komplexe Themen. Deswegen möchte ich mir da einfach in Ruhe die Zeit nehmen, damit ich sozusagen die ganz bewusste Entscheidung dann treffe, wie es weitergeht und was ich so mache. Das kann man ja schon zusammenfassend sagen. Und auch an anderen Stellen habe ich immer wieder gesagt, dass er mich gerne zusammenfassend zitieren kann. Kannst du gerne zusammenfassend irgendwie rüberbringen, ne? Da ist nur halt der Kontext wichtig, dass ich nicht genau weiß, worum es geht, weil ich nicht die Chance hatte zu sehen, welche Studie du genau meinst, welche Warnung du genau meinst. Aber ansonsten kannst du die Antwort total gerne rüberbringen. Zu der zweiten Frage haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Ansonsten, also könntest du da auch gerne Antwort mit reinnehmen? Okay, also weder Steuerung F noch ich können irgendeine Stelle nennen, wo es eine Vertraulichkeitsabsprache hätte geben sollen. Und im Telefonat habe ich immer wieder betont, dass sie meine Antworten gerne nehmen dürfen und sollen. Das ist so lucky, dass ich das wieder mit den Aufnahmen beweisen kann. Dieser ganze Take von, ja, wir hätten das nochmal schriftlich gebraucht, ist ganz offensichtlich schon wieder eine Ausrede. Übrigens, es ist alleine auch deswegen Bullshit, weil sie sich da selbst total widersprechen. Bei mir behaupten sie, dass sie keine Info aus einem Telefonat nehmen können, wenn sie dafür nicht eine schriftliche Bestätigung bekommen. Merkwürdig, weil an anderen Stellen im selben Video machen sie genau das. Hier ein Beispiel. Sie zitieren nämlich in ihrem Statement-Video eine Mitarbeiterin von meinem Management All-In, folgendermaßen. Die Antwort der Mitarbeiterin, keine Antwort, ist ja manchmal auch eine Antwort. Also, Sie zitieren hier angeblich eine Person aus einem Telefonat, von dem nie abgesprochen wurde, dass man daraus zitieren darf. Sie schicken dieses Zitat vorher nicht zur Freigabe und Sie geben keine Möglichkeit zur Stellungnahme. Diese Regel, trotzdem brauchen wir im Nachgang eine schriftliche Freigabe, ist also manchmal angeblich super wichtig und in anderen Fällen völlig egal. Journalismus nach Willkür. Übrigens, diese Story von Steuerung F, dass das angeblich gesagt wurde im Telefonat, kam teilweise nicht so glaubwürdig rüber. Keine Antwort ist auch manchmal eine Antwort. Also, ich habe hier irgendwie ein Stück weit Paulaner-Vibes, ob das ehrlich so stimmt. Wer zum Teufel redet so? Und dieses Misstrauen kann ich verstehen, weil diese Story auch überhaupt nicht zum Mailverkehr passt. Steuerung F hatte nach diesem Telefonat nämlich eine Mail geschrieben und darin schreiben sie, dass sie in diesem Telefonat mit der Mitarbeiterin besprochen haben, dass sie eine Nachfrage per Mail schicken sollen. Klingt für mich eher nach dem Gegenteil von keine Antwort ist manchmal auch eine Antwort. Aber weil das alles so widersprüchlich ist, dachte ich mir, frage ich dazu doch einfach nochmal Steuerung F an. Gebe ihnen die gewünschte Chance zur Stellungnahme. Hier die drei Sachen, die ich in meiner
offiziellen Anfrage-Mail an Steuerung F gefragt haben. Und was hat Steuerung F darauf geantwortet? Nix. Sie haben in ihrer Antwort-Mail dazu gar nichts geschrieben. Keine Antwort ist ja manchmal auch eine Antwort. Also, zusammenfassend kann man sagen, im Journalismus sind Hintergrundgespräche eben nicht so, dass man keine Infos daraus mitnehmen oder wiedergeben darf. Zweitens ist sehr gut belegt, dass sie meine Antworten hätten nehmen dürfen. Und des Weiteren ist dieses ganze, ja, wir haben Prinzipien und müssen das vorher abnehmen lassen, faktisch falsch, weil sie diese Prinzipien ja offensichtlich nicht konsequent haben. Und nur um das nochmal kurz klarzumachen, selbst wenn das Gespräch vertraulich gewesen wäre, was es ja nicht war, dann hätten sie in jedem Fall die Falschaussage in ihrem Video trotzdem rausschneiden müssen. Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von Moore. Dafür hätte man mich ja nicht zitieren müssen, sondern einfach eine falsche Sache, von der man wusste, dass sie falsch ist, rausschneiden. Insgesamt wirken diese ganzen, ich sag mal, weirden Verteidigungen von Steuerung F also schon wieder wie Ausreden, um möglichst wenig Verantwortung übernehmen zu müssen. Das war alles nie Geschnacke. Also generell alles, was ich grundsätzlich gesagt habe, war nie Geschnacke. Ich habe eigentlich, was alles anging, eigentlich immer straight facts rausgehauen. Weil das sind eben Begründungen, die falsch sind, widersprüchlich oder keinen Sinn ergeben. An einer Stelle sagen sie sogar, dass sie trotzdem veröffentlicht haben, weil der Part so klein war. Warum haben wir trotzdem veröffentlicht? Weil Rezo eine winzige Rolle in unserem Video spielte. Dass das keine Begründung für unsauberes Arbeiten oder die Verbreitung von Falschaussagen sein kann, muss ich hier, glaube ich, nicht erklären. Und an dieser Stelle finde ich es auch wieder so schade, dass sie sich so verhalten, weil sie es aus meiner Sicht und der Sicht von vielen anderen dadurch eben noch schlimmer machen. Und das eigentlich so unnötig. Kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir haben gerade gesehen, dass Steuerung F so getan hat, als dürften sie nicht zitieren, obwohl sie eigentlich zitieren durften. Auch an einer anderen Stelle in ihrem Statement-Video machen sie genau das. Sie sagen nämlich, dass sie im Vorfeld zu ihrem Statement-Video bei meinem Management All-In angefragt hätten. Wir haben bei der Agentur nochmal nachgefragt. Dieses Mal wurde unsere Mail beantwortet, aber wir haben keine explizite Erlaubnis, aus unserem Mailverkehr mit der Agentur zu zitieren. Ein klärendes Gespräch wurde abgelehnt. Alles wird dadurch leider noch verworrener. Vorweg, ich habe das mal überprüft. All-In hatte lediglich geschrieben, dass sie eine textliche Kommunikation, also per Mail, bevorzugen, weil Steuerung F in der jüngsten Vergangenheit darin aufgefallen ist, falsche Sachen über Gespräche zu behaupten. Das haben die Steuerung F auch so geschrieben und ich persönlich finde das hundertprozentig nachvollziehbar. Weil wenn man per Mail schreibt, dann kann niemand behaupten, dass irgendwas gesagt wurde, was eigentlich gar nicht gesagt wurde. Trotzdem ist es doch komisch, dass All-In nicht wollte, dass aus ihren Antworten zitiert wird. So behauptet es jedenfalls Steuerung F. Und ich habe das nachgeforscht und die Wahrheit ist das Gegenteil. Und genau deswegen wollte All-In nicht telefonieren, weil jetzt, wo alles schriftlich ist, kann man eben beweisen, dass Steuerung F da schon wieder Quatsch erzählt hat. Es ist so absurd. Ich verstehe nicht die Strategie dahinter. Aber ich mache euch das jetzt einfach mal transparent. Alles war per Mail. Es kam eine Anfrage mit 4 Fragen an All-In. All-In hat eine Antwort-Mail geschickt, wo sie 3 Fragen direkt beantwortet haben und zu einer Frage eine Rückfrage hatten, weil sie unklar gestellt war. Als diese Rückfrage dann beantwortet wurde, hat All-In auch diese letzte Frage beantwortet. Alles in den Fristen, ohne große Wartezeiten etc. Komisch. Jetzt, wo man die Wahrheit weiß, klingt All-In gar nicht mehr so unkooperativ. Also hier wurden alle Fragen beantwortet. Aber warum hat All-In denn nicht die Erlaubnis gegeben, dass zitiert werden darf? Naja, was Steuerung F verschweigt, sie haben in ihrer Anfrage gar nicht um Erlaubnis gefragt. Also weder in der ersten Mail, noch in der zweiten, noch in der dritten, noch in der vierten. Es war vom Kontext total klar, dass es für ihr Video ist und natürlich die Antworten zitiert werden sollen. Wieso stellt man denn sonst Fragen für ein Video? Also natürlich darf das zitiert werden. Woher hätte denn All-In wissen müssen, dass sie explizite Erlaubnis geben sollen? Also es macht irgendwie keinen Sinn, vor allen Dingen, weil sie sich auch hier schon wieder widersprechen. Denn mir haben sie in derselben Mail auch Fragen geschickt. Ich habe genau wie All-In aber auch keine explizite Erlaubnis gegeben, meine Antworten zu benutzen, weil niemand danach gefragt hat und es vom Kontext total klar war, dass sie das benutzen dürfen. Und meine Antworten haben sie dann gezeigt, nur bei All-In ging das nicht. Also beide geben Antworten. Beide werden nicht dazu aufgefordert, eine Erlaubnis zu geben, deswegen geben beide auch keine Erlaubnis. Und beim einen darf man dann die Antworten zeigen, aber beim anderen ist es leider nicht möglich. Und wer von euch jetzt schon denkt, das klingt doch wieder nach Verarsche, hold your horses, Digga. Wartet, bis ihr Folgendes gehört habt. Steuerung F und All-In haben die ganze Woche über Mails geschickt. Und der Redaktionsleiter schickt Freitag kurz vor 22 Uhr eine Mail. Basically mit dem Inhalt, ich würde jetzt eure Antworten nicht zitieren, es sei denn, du widersprichst
widersprichst dieser E-Mail. Also er hat das einfach so gesagt. All-In hat nie geschrieben, dass sie nicht zitiert werden wollen. Im Gegenteil, sie wären absolut fein damit, wenn man den gesamten E-Mail-Verlauf öffentlich macht. Aber der Redaktionsleiter von Steuerung F hat diese Mail eben nicht unter der Woche geschickt, sondern eben erst Freitag nachts. Und am selben Wochenende ging deren Video online. Oh, wie schade, da hat das Management zwischen Freitag 22 Uhr und Sonntag gar nicht mehr rechtzeitig dieser Mail widersprochen. Digga, was ist das? Egal wie sehr Steuerung F versucht, alles im Nachhinein wie Kommunikationsprobleme wirken zu lassen, nein, das ist offensichtlich kein aufrichtiges, ehrliches Verhalten. Und dieses Schema wiederholt sich ja. Im Telefonat mit mir, nachdem ich meine Antworten gegeben hatte, hatte der Sebastian zu mir auch gesagt, ja, nee, lass mal sagen, dass du keine Antworten gegeben hast. Jetzt zwischen dem Redaktionsleiter und All-In passiert komischerweise was ganz Ähnliches. Es wirkt auf mich so, als würde Steuerung F gerne erst die Antworten einholen und danach sich entscheiden wollen, ob sie die Antworten jetzt nehmen oder ob doch nicht geantwortet wurde oder ob man nur indirekt zitieren darf. Denn bei All-In waren sie ja dadurch gezwungen, indirekt zu zitieren. Und das gibt ihnen natürlich die Freiheit, dass sie so Aussagen ein bisschen anders darstellen können. Also nicht so, wie es da steht, sondern wie sie die halt verstanden haben. Und so könnten sie Aussagen von All-In wörtlich so ein bisschen verändern und damit die Aussage einfach drastisch anders darstellen. Was sie teilweise auch gemacht haben. Aber ich glaube, dass Steuerung F Sachverhalte und Aussagen nachträglich falsch darstellt, ist langsam auch kein Schocker mehr. Kommen wir zum nächsten Part. Eine Sache ist mir bei der Analyse von ihrem Statement-Video ganz besonders deutlich aufgefallen. Denn in ihrem Statement-Video bauen sie an einigen Stellen Strohmann-Argumente. Was ein Strohmann-Argument ist, erklärt euch jetzt mal ein etwas hektischerer Rezo von vor 3 Jahren. Wenn man so tut, als hätte der Gegner ein bestimmtes Argument geführt, was er aber gar nicht geführt hat, und dieses Argument dann stattdessen angreift, dann ist das ein Strohmann-Argument. Also wenn TJ zum Beispiel sagen würde, man sollte mehr Geld in Klimaschutz investieren, weil wir auf Dauer damit Geld sparen. Und ich dann sage, was? Wir sollen unser gesamtes Geld in Klimaschutz stecken, alle Steuergelder, das ist doch absurd. Dann habe ich nicht TJs Punkt angegriffen, sondern so getan, als ob er einen ganz anderen Standpunkt hätte und den dann angegriffen. Das nennt man Strohmann-Argument. Ey, ich finde, ich hatte ein Glow-Up. Also, so einen Strohmann baut man entweder, weil man den eigentlichen Punkt nicht verstanden hat oder weil man bewusst manipulieren möchte. Wir hatten ja schon gesehen, dass Steuerung F bei dem Theo Strattmann-Thema nachträglich die Kritik so ein bisschen verändern wollte. Also so, als wäre die Kritik nicht gewesen, ob er superreich ist, sondern nur, ob er zu den Top 10% gehört. Und auch in dem Teil über die Einseitigkeit beim Sucralose-Erhitzen gingen sie ja auf die eigentliche Kritik nicht so richtig ein. Also dieses Schema zieht sich so ein bisschen durch das gesamte Video. Hier noch weitere Beispiele. Ich hatte zum Beispiel in meinem Kritikvideo folgendes gesagt. Bekomme ich eine SMS von einem Sebastian von Steuerung F mit der Frage, ob es dabei bleibt, dass ich mich nicht äußern möchte. Weirde Suggestivfrage, wenn man bedenkt, dass das der erste Kontakt war, den wir hatten. Und was hat Steuerung F daraus gemacht? Auf den eigentlichen Punkt, also dass sie mit einer Suggestivfrage eine Konversation eröffnen, gehen sie gar nicht ein, sondern sie sprechen stattdessen darüber, ob der Tonfall unfreundlich gewesen wäre, obwohl das gar nicht die Frage war. Ganz so unfreundlich, wie Rezo es darstellt, finden wir die SMS eigentlich nicht. Aber macht euch selbst ein Bild. Wir schreiben nämlich... Und dann zeigen sie diese SMS, als wäre das was Neues und als könnte man sich jetzt ein Bild davon machen. Obwohl ich ja diese SMS an genau der Stelle in meinem Video eingeblendet hatte. Dass all das am eigentlichen Punkt vorbeigeht, wird in den Kommentaren unter ihrem Video auch kritisiert. Aber das mit Abstand krasseste Beispiel von Strohmännern in ihrem Video ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Sie wehren sich zum Beispiel gegen den Vorwurf, wir hätten Nahrungsergänzungsmittel zu Unrecht in Frage gestellt. Aber darum ging es nie. Weder in meinem Kritikvideo noch sonst wo habe ich den Vorwurf gefunden, dass Steuerung F Supplements nicht in Frage stellen soll. Wieso auch? Weiter sagen sie, wir wollten in unserem Film nicht vermitteln, kein Mensch sollte Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. Und übrigens, wir sagen in unserem Film auch an keiner Stelle, dass kein Mensch Vitamin D benötigt. Auch das war nie Thema. Es ging nie um die Aussage, kein Mensch sollte Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und es ging auch nie um die Aussage, kein Mensch benötigt Vitamin D. Diese Aussagen kamen weder in ihrer Doku noch in meinem Kritikvideo vor. Darum ging es an keiner Stelle. Und dass wir im Film davon sprechen, dass das BfR sagt, nicht jeder braucht Nahrungsergänzungsmittel, das ist auch nicht nur eine einzige Quelle, wie Rezo behauptet. Damit ist das BfR nämlich nicht allein. Nein, auch das ist ein Strohmann.
Das habe ich nicht behauptet, nicht mal so ähnlich. Ich habe nie davon gesprochen, dass die Aussage, nicht jeder braucht Supplements, irgendwie zweifelhaft wäre. Die Aussage, nicht jeder braucht Supplements, ist ja offensichtlich korrekt. Das ist ja so eine Aussage wie, nicht jeder braucht eine Brille. Das stimmt zwar, aber um diese Aussagen ging es nie. Diese Aussage kam nicht mal in meinem Kritikvideo vor. Und deswegen habe ich natürlich auch nicht behauptet, dass es dafür nur eine Quelle gäbe. Das ist komplett gelogen. Also Steuerung F tut viel dafür, mich so darzustellen wie ein Supplements-Fanboy. Ich will nicht, dass die in Frage gestellt werden, jeder Mensch braucht laut mir Supplements. Das ist nicht nur gelogen, sondern es ist ein komplettes Entgleisen der eigentlichen Debatte. Steuerung F erfindet hier also im Nachhinein ganz viele verschiedene Aussagen, um die es nie ging. Und ich glaube, das machen sie, um den Zuschauer zu verwirren und von der eigentlichen Diskussion abzulenken. Dass nachher niemand mehr durchblickt, was war denn jetzt wirklich die Position vom Rezo, worum ging es denn wirklich jetzt? Irgendwie weiß man es nicht. Aber worum ging es denn dann? Naja, die eigentliche Aussage von Steuerung F, die kritisiert wurde, war eine ganz andere und der Kritikpunkt war auch ein anderer. Aber auch wenn ich damit jetzt nicht so viel zu tun habe, finde ich, sollte man weder in das eine noch in das andere extrem verfallen. Auf der einen Seite sollte man sich nicht unkritisch irgendwelche Sachen reinkloppen und das vorher mal mit einem Arzt checken. Das muss jeder für sich selbst gucken und entscheiden. Und auf der anderen Seite hilft es auch nicht weiter, mit verkürzten Aussagen wie diesen hier zu arbeiten. Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Denn ganz viele ExpertInnen, darunter übrigens auch die aus der Steuerung F-Doku selbst, sehen das viel differenzierter, als Steuerung F darüber gebracht hat. Und das und nur das war die Kritik. By the way, sie blenden sogar in ihrem Statement-Video an dieser Stelle verschiedene Websites ein. Und auch die bestätigen wieder genau diesen Punkt. In genau diesen Sachen wird nämlich differenziert, dass Vitamin D eine Ausnahme bildet und da vor allen Dingen dann Supplements sinnvoll sein können, wenn man wenig in der Sonne ist. Und da steht auch, dass es eben nicht nur von normaler Ernährung abhängt, sondern von ganz anderen Faktoren. Also, das ist hier keine kontroverse Meinung. Um das hier also zusammenzufassen, auf der einen Seite bestätigt Steuerung F den eigentlichen Kritikpunkt irgendwie, denn sie rudern ja zurück und sagen, nee, eigentlich ging es ums ja gar nicht um diese Aussage, die kritisiert wird, sondern um andere Aussagen. Auf der anderen Seite spüren hier auch wieder Leute, dass sie halt ablenken wollen, dass sie durch Strohmänner die Diskussion derailen, dass sie mir Aussagen unterstellen, die ich nicht gemacht habe und mit all dem natürlich davon ablenken wollen, dass sie an dieser Stelle eben eine völlig undifferenzierte Aussage verbreitet haben. Dass Steuerung F hier im Nachhinein Aussagen verändert, merkt vielleicht nicht jeder beim ersten Gucken, aber genügend Leute tun das. Damit ist das BFR nämlich nicht allein. Solche Präparate für die meisten von uns nicht unbedingt notwendig. Nur wenige Personen. Für die meisten von uns nicht unbedingt notwendig ist eine komplett andere Aussage als ein gesunder Mensch braucht das nicht. Ich habe Schmerzen, dass man diese Formulierung benutzt, um zu beweisen, dass man recht hat. Weil man damit beweist, dass man nicht recht hat. Das sagt etwas anderes aus. Das war also ein weiterer Grund, warum ihr Statement-Video nicht so gut ankam. Machen wir weiter mit dem nächsten Part. Die folgende Sache ist auch einfach todesweird. Steuerung F spricht in ihrem Statement an verschiedenen Stellen davon, dass sie super, super gerne mit mir reden würden, aber ich scheine das wohl nicht so zu wollen. Aber wir verstehen, Rezo ist gerade nicht so gut auf uns zu sprechen. Trotzdem hier nochmal das Angebot. Wir würden dich wirklich gern davon überzeugen, dass es sehr produktiv sein kann, sich mit uns auszutauschen. Wir haben doch auch keine Lust, es über gegenseitige Videos zu machen. Wir wollten trotzdem weiterhin mit Rezo sprechen, richten nach unserer Veröffentlichung sogar noch ein weiteres Gesprächsangebot an ihn. Das Angebot wurde nicht angenommen. Und das ist wieder gelogen. Und auch das kann ich wieder beweisen. Es ist langsam für mich echt irritierend, warum sie sich so verhalten. Also bei Steuerung F klingt das so, als hätte ich keinen Bock mit denen zu reden und würde deswegen Kommunikationsversuche abblocken. Das belegen sie auch nicht wirklich, sondern sie behaupten es halt. Deswegen hier jetzt die Wahrheit. Wir hatten zu dem Zeitpunkt des Statements längst ein Gespräch geplant. Das erwähnen sie in ihrem Statement nicht. Also von Desiree selbst habe ich nie ein Gesprächsangebot bekommen, auch von den anderen aus dem Video nicht. Aber der Redaktionsleiter Lutz hatte gesagt, hey, lass doch mal talken. Das meint Desiree ja auch offensichtlich, weil Lutz ja stellvertretend für die Redaktion dann mit mir sprechen würde. Aber dieses Gesprächsangebot von Lutz hatte ich angenommen. Ich hatte dem Lutz geschrieben, gerne, let's do it. Und deswegen ist auch geplant, dass wir uns hier in Aachen vor Ort treffen. Und all das ist jetzt nicht ganz knapp vor dem Statement-Video von Steuerung F passiert, sondern knapp 2 Wochen vor ihrem Statement-Video, also in dem dann gesagt wurde, das Angebot wurde nicht angenommen. Und auch das kann ich wieder durch SMS beweisen, auch wenn ich mir langsam echt albern darin vorkomme, weil wir in so einem ständigen Loop gefangen sind von Steuerung F behauptet etwas Falsches, ich beweise, dass das falsch ist. Repeat. Ich habe dem Lutz gesagt, dass ich das Treffen ein bisschen nach hinten schieben muss und habe ihm dafür ganz offen gleich mehrere sehr persönliche Gründe genannt. Unter anderem ein ganz aktueller Todesfall in meiner engen Familie.
Deswegen habe ich ihm gesagt, gerne nehme ich das Gesprächsangebot an, lass uns gerne planen, dass wir uns hier in Aachen treffen, aber ich muss das Ganze um so 2-3 Wochen schieben. Nochmal, das war alles lange bevor das Statement-Video von Steuerung F rauskam. Und das mit den 2-3 Wochen habe ich auch genauso eingehalten, denn knapp 2 Wochen nach dieser Absprache melde ich mich bei Lutz. Ich mache an die gesamte Redaktion einen Terminvorschlag für ein Telefonat, wo man auch Fragen klären kann. Das Telefonat wurde nicht angenommen und es wurde auch kein Gegenvorschlag gemacht. Daraufhin habe ich nochmal nachgehakt und neue Terminvorschläge für ein Telefonat gemacht, an verschiedenen Tagen der Woche. Die wurden alle auch wieder nicht angenommen. Die Begründung war, dass angeblich alle entweder krank sind oder im Urlaub. Menschen, denen wir Fragen stellen, ducken sich weg. Sie sind im Urlaub. Wer solche Erklärungen täglich hört, wird irgendwann misstrauisch. Ich habe per Mail geschrieben, hey, Desiree sagt in eurem Video, ihr wollt mit mir sprechen. Ich bin total offen und bereit, mit jedem von euch zu telefonieren. Let's go. Aber das hat halt auch nicht viel gebracht. Deswegen habe ich nochmal in einer weiteren Mail geschrieben, ey, Lutz und Sebastian, aber auch Han, Desiree, Mirko, ich telefoniere super gerne mit jedem einzelnen von euch. Ich bin zeitlich auch total flexibel, also hat irgendwer von euch in den nächsten Wochen Zeit dafür. Daraufhin wurde gesagt, dass es bei allen in den nächsten 3 Wochen nicht so gut passen würde. Insgesamt möchte oder kann keine Person mit mir telefonieren in einem Zeitraum von 3,5 Wochen. Und das Ding ist, es stört mich null, wenn kein Gespräch zustande kommt, aus welchen Gründen auch immer. Denn darum geht es ja nicht. Das wird nichts an der Kritik verändern. Aber ich verstehe halt nicht, warum Steuerung F so krampfhaft dieses Framing aufbauen möchte, dass ich nicht gesprächsbereit sei oder man mich von Gesprächen überzeugen müsste. Trotzdem hier nochmal das Angebot. Wir würden dich wirklich gern davon überzeugen, dass es sehr produktiv sein kann, sich mit uns auszutauschen. Wenn sogar zu dem Zeitpunkt, wo sie das sagten, längst geplant war, dass wir uns treffen, und auch immer noch geplant ist und ich sowas ja auch nie abgeblockt habe. Also im Gegenteil, ich habe vom ersten Kontakt an bis jetzt verschiedenste Gesprächsangebote gestellt. Also es wirkt auf mich, als wäre dieses Framing vom unkooperativen Rezo irgendwie wichtig für Steuerung F. Aber warum ist es so? Vielleicht wollen sie diese ganze Kritik framen wie ein YouTube-Beef? Also ein bisschen nach dem Motto, ach, waren ja nur ein paar Missverständnisse, wir müssen uns nur mal aussprechen, da gab es wohl Kommunikationsschwierigkeiten. Weil das ist hier obviously nicht der Fall. Das hier ist ja kein Beef oder so. Ich habe ja kein emotionales Anti-Steuerung-F-Video gemacht, sondern ich habe sachlich mit Belegen und einem konstruktiven Appell am Ende meine Rechercheergebnisse veröffentlicht. Und das ist ja auch völlig legitim, vor allen Dingen, wenn es um einen öffentlich-rechtlich finanzierten YouTube-Kanal geht mit Millionen Reichweite, der wirklich einige grobe Fehler gemacht hat. Ich habe auch in meinem Video betont, dass es nur um dieses eine Video geht und nicht generell um das Funknetzwerk oder so und habe darum gebeten, dass man es differenziert betrachtet und das tue ich auch immer noch. Aber, liebes Steuerung F-Team, viele Menschen äußern aktuell Kritik an euch und erwarten Verbesserung, aber auch ehrliche Aufarbeitung. Darum geht es. Es geht nicht darum, irgendwas persönlich mit mir zu klären. Ich glaube, persönlich seid ihr alles total die korrekten Leute. Hier geht es um eure Recherche, eure Beiträge und um euren Umgang mit Fehlern. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Den finde ich persönlich ziemlich, ziemlich krass. Ich hatte in meinem Kritikvideo einen Instagram-Post von Funk angesprochen, in dem sie behauptet haben, dass More Nutrition von keinen Lebensmittelbehörden vor Ort kontrolliert werden kann, weil sie irgendwie ständig ihren Unternehmenssitz wechseln. Eine super harte Unterstellung, die sie scheinbar vom Magazin Royal hatten. Da wurde nämlich die Unterstellung in den Raum gestellt, dass die Lebensmittelüberwachung More nicht in die Finger bekommen würden, weil die ständig ihren Unternehmenssitz wechseln. Kann es sein, dass die Lebensmittelüberwachung More Nutrition deswegen nicht in die Finger kriegt, weil More Nutrition ständig den Unternehmenssitz wechselt? Und ich habe diese Aussage einfach mal stichprobenartig überprüft und habe bei der Lebensmittelbehörde selbst angefragt. Und die haben mir dann geschrieben, dass das gar nicht stimmen würde. Die Firma Quality First sowie die Marke More Nutrition sind der Lebensmittelaufsicht im Kreis Pinneberg bekannt. Es haben in der zugehörigen Betriebsstätte bereits Lebensmittelkontrollen stattgefunden. Ich war nach dieser E-Mail verwirrt und habe mich gefragt, was denn jetzt stimmt. So, und neu ist jetzt Folgendes. Steuerung F hat mir auch auf Anfrage bestätigt, dass sie diesen Instagram-Post von Funk überprüft und bestätigt haben, also abgenommen haben. Der ging deswegen so online und laut Steuerung F wurde er aber wenige Stunden später wieder gelöscht, weil das eben falsche Behauptungen darin waren. Aber natürlich haben in diesen ersten Stunden bei 1,5 Millionen Followern schon ziemlich viele Leute diese Falschbehauptung gesehen. Was wäre jetzt also journalistisch clean zu machen? Eine Korrektur. Also, dass man eben nochmal darauf hinweist, ey Leute, diese eine Sache, die wir gesagt haben, war falsch, eigentlich ist es so, nur dass ihr Bescheid wisst. Also eben um den Schaden, den man damit natürlich angerichtet hat, so weit wie möglich wieder rückgängig zu machen. Und deswegen habe ich bei Steuerung F nachgefragt und gefragt, hey, gab es da eigentlich irgendwo eine Korrektur? Und mir wurde geantwortet, dass es die Korrektur als Instagram-Story gab an einem bestimmten Datum. Und es stimmt, es gab an dem Tag eine Story, die sich auf den gelöschten Instagram-Post bezogen hat. Aber war das eine Korrektur?
Gucken wir mal rein. Hey Leute, wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir den Post zu More Nutrition gelöscht. Okay, das Steuerung F-Video mit allen Infos ist aber weiterhin online, können wir sehr empfehlen. Dann ein Link zu YouTube, dann ein Thumbnail vom Video. Und darunter in unauffälliger und in Klammern, uns ist wichtig, dass unsere Infos ganz genau sind. Das hat durch die Verkürzung der Vorwürfe in einem Instagram-Post nicht ganz geklappt. Deswegen haben wir den Post gelöscht. Also man bekommt als Follower die Info, es hat diesmal nicht ganz geklappt, dass wir ganz genau waren. Mehr Eingeständnis gibt es da von Funk nicht. Aber Guys, das ist keine Korrektur. Also offenbar wurden hier sehr viele Menschen vom Funk-Instagram-Kanal desinformiert, falsch informiert. Und Funk stellt es nicht klar. Ey, ich verstehe, dass es hart ist, sich Fehler einzugestehen. Das tut uns allen weh. Das ist absolut menschlich. Da haben wir alle Probleme mit. Aber bei einem öffentlich-rechtlichen Channel ist es nicht optional, einen Fehler klar aufzuarbeiten. Es ist, wie schon mal erklärt, auch Pflicht. Unter den Tisch kehren zu wollen, dass ihr etwas faktisch Falsches verbreitet habt, ist nicht okay. Aber was sagt Steuerung F in ihrem Statement-Video zu diesem ganzen Vorfall, an dem sie ja auch mit beteiligt waren? Nichts. Gar nichts. Wir sind hier auf viele, aber nicht auf alle Vorwürfe eingegangen. Weitere Infos findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. In der Beschreibung steht dazu zwar auch nichts, aber wenn man weiter runterscrollt und den angepinnten Kommentar aufklappt und da mehr als 24 Zeilen liest, dann bekommt man die Info, dass der ursprüngliche Instagram-Post fehlerhaft war. Aber was denn falsch war und was denn eigentlich richtig wäre, findet man auch hier nicht. Ich hatte deswegen in meiner Anfragemail an Steuerung F auch nochmal nachgefragt. Und dort sagt Steuerung F, dass More Nutrition in diesem Thema eigentlich nichts falsch gemacht habe und sie keine Schuld treffen würde. Und auch wenn man das hier nicht beabsichtigt hat, widerspricht Steuerung F ja damit der Darstellung des Magazin Royal. Denn dort ging es darum, dass die Behörden More Nutrition nicht in die Finger bekommen würden, weil sie ständig umziehen. Steuerung F sagt im Gegensatz dazu, dass die Behörden doch More Nutrition in die Finger bekommen würden und lediglich einzelne Prüfungen noch nicht finalisiert wären. Aber daran wäre auch nicht More schuld. Aber Guys, ihr habt es doch gemeinsam recherchiert. Es kann doch nicht sein, dass ihr das jetzt so unterschiedlich darstellt. Ich meine, was stimmt denn jetzt? Ist das Ganze einfach aus dramaturgischen Gründen konstruiert worden? Oder gab es diesen wahren Kern und dann ist es übertrieben geframed worden? Also zum aktuellen Zeitpunkt kann doch niemand verstehen, was an diesem gesamten Take jetzt real ist, was ausgedacht ist und was übertrieben ist. Zum einen liegt es natürlich daran, dass falsche Sachen verbreitet wurden, aber unter anderem liegt es auch daran, dass an verschiedenen Stellen vermieden wird, Klartext darüber zu reden. Zu diesem Thema 3-4 klare Sätze in dem Statement-Video zu sagen, hat nicht mehr reingepasst. Really? Aber eine Compilation reinzuschneiden von verschiedenen YouTubern und Streamern, wie sie auf Theo Strattmann reagieren, das war wichtig für Statement. Es war generell so viel unnötiges Zeug im Statement-Video, auf das ich hier gar nicht eingegangen bin, weil es irgendwann zu viel wäre. Hier zum Abschluss einfach noch ein paar Beispiele im Schnelldurchgang. Zum Beispiel sagt Steuerung F zu Spam-Ordnern folgendes. Vielleicht checkt man den als Privatperson auch nicht jeden Tag, aber als große Agentur, deren Job es ist, Anfragen an Künstler anzunehmen, vielleicht besser schon, oder? Jen, stellt euch mal vor, ein zukünftiger Kooperationspartner meldet sich mit einem Angebot. Und Presseanfragen wie unsere, naja, sind eigentlich auch ganz gut vom klassischen Spam zu unterscheiden. Denn der Betreff war ja nicht Viagra ohne Rezept, XXL-Gewinnspiel oder Bitcoin-Millionärs-Club. Und diese ganzen Aussagen zeigen einfach, dass Steuerung F davon keine Ahnung hat. Sowohl technisch scheinen sie nicht zu verstehen, wie ein Spam-Ordner wirklich funktioniert, aber vor allen Dingen die Annahme, ein Management sollte oder müsste täglich den Spam-Ordner checken, ist einfach falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt in verschiedensten Unternehmen nämlich die Regel, dass MitarbeiterInnen den Spam-Ordner gar nicht checken dürfen. Also das ist verboten. Und das eben, weil im Spam-Ordner häufiger Angriffe per Mail kommen, also zum Beispiel Phishing-Mails. Das sind Mails, die sehen auf den ersten Blick total offiziell aus und total seriös, aber sie sind Scam und können einen riesigen Schaden anrichten. Deshalb, niemand ist euch gegenüber verpflichtet, täglich den Spam-Ordner zu checken und manchmal ist es sogar verboten für MitarbeiterInnen, den Spam-Ordner zu checken. Und wenn ihr, liebes Steuerung F-Team, diese Tatsache nicht in euren Zeitplan mit einbezieht, dann könnt ihr das nicht zum Problem von anderen Leuten machen. Nächstes Beispiel, Schnelldurchgang. Steuerung F sagt in ihrem Statement, dass sie mich doch auf Instagram angeschrieben hatten. Zwar nicht mit dem Funkkanal oder dem Steuerung F-Kanal, beides jeweils mit blauen Haken, sondern stattdessen mit einem random inoffiziellen Instagram-Account mit 130 Followern und keinem blauen Haken. Und sie scheinen irgendwie gedacht zu haben, dass das eine sinnvolle Herangehensweise ist, obwohl ich auf der Plattform 3- bis 4-stellige Nachrichtenanfragen am Tag bekomme. Dem Magazin Royal nämlich, einem offiziellen Instagram-Account mit blauen Haken, die ich sogar schon angenommen hatte, den habe ich geantwortet. Die KollegInnen vom ZDF-Magazin Royal, mit denen wir gemeinsam recherchiert haben, haben übrigens auch über Insta Kontakt zu Rezo aufgenommen. Dem ZDF-Magazin Royal hat Rezo also geantwortet.
Ich sag da mal nichts zu. Okay, letztes Beispiel im Schnelldurchgang. Sie sagen, dass nur weil ich im Telefonat mit Ihnen überhaupt etwas zu diesen Fragen sagen konnte, seien die Fragen nicht komplex gewesen. In diesem vertraulichen Hintergrundgespräch geht Rezo dann auch auf unsere drei Fragen ein. Offenbar sind sie also doch nicht zu komplex. Nur zur Erinnerung, allein eine Frage, die Sie mir geschickt haben, war die hier. Eine Frage war basically folgendes. Was sagst du zu manchen Teilen dieser wissenschaftlichen institutionellen Einordnung aus diesem englischsprachigen PDF, was sich auf zahllose Meta-Analysen und Studien bezieht und über 97 Quellen referenziert. Und zu der Frage wurde dann immerhin das 90-seitige PDF mitgeschickt. Na? Was sagst du dazu? Und bei einer zweiten ging es auch um sehr komplexe wissenschaftliche Ergebnisse. Also, wieso strengt man sich an, so zu tun, als wären diese Fragen nicht komplex gewesen? Ich check das nicht mal. Übrigens, in Kommentaren haben einige Leute Steuerung F gefragt, warum sie diese Fragen denn nicht früher geschickt haben. Also, sie haben ja monatelang recherchiert. Warum also erst kurz vor Release solche Fragen stellen? Und Steuerung F antwortet darauf, dass sie deswegen die Fragen erst so spät geschickt haben, weil sie erst kurz vor der Veröffentlichung neue Rechercheergebnisse hatten. Also, vorher ging wohl nicht. Aber auch das klingt wieder extrem wie eine Ausrede, weil ich habe mal bei der Pressestelle von Monotrition nachgefragt. Und die haben dieselbe Frage, um die es gerade ging, also mit diesem 90 Seiten PDF, auch von Steuerung F bekommen. Nur Moore hat diese Fragen schon in der Woche vor mir von Steuerung F bekommen. Also hätte man mir diese Frage ja doch schon früher schicken können. Also auch da wirkt die Begründung von Steuerung F wieder wie eine Ausrede. Egal, ich belasse es jetzt mit 9 Punkten und ich fasse die Situation jetzt einfach noch einmal zusammen. Um letztlich zu erklären, warum das Statement von Steuerung F so schlecht ankam, gucken wir uns einmal an, was ihr Statement denn verändert hat. Also davor standen vor allen Dingen drei Kritikpunkte im Raum. Zum einen waren da halt Falschaussagen, also auch Lügen. Dann gab es Vorwürfe in die Richtung Framing, also dass zum Beispiel mit dieser verzerrenden Aussage über Nahrungsergänzungsmittel eigentlich überflüssig übers Ziel hinausgeschossen wurde. Und drittens gab es den Punkt, dass mit dem Gesprächspartner, also in dem Fall mit mir, teilweise unprofessionell umgegangen wurde. Suggestivfragen, Fristen hin und her schieben, Antworten bekommen und dann nicht nehmen wollen, etc. So, das waren die Kritikpunkte, die vorher im Raum standen. Jetzt lass uns gucken, was durch das Statement von Steuerung F verändert wurde. Also erstmal kann man feststellen, dass sie keinen dieser Punkte durch irgendwie ein Gegenargument oder durch neue Informationen entkräftet haben. Literally keinen. Aber sie haben auf der anderen Seite auch für kaum etwas so richtig die Verantwortung übernehmen wollen. Und selbst die Stellen, wo sie irgendetwas bei sich sehen, wirken dann doch wieder wie so ein Aufkrampf abblocken. Also zum Beispiel, indem sie sagen, das wären nur Missverständnisse gewesen mit Begründungen, die keinen Sinn machen. Mit uns meinte ich hier mich, also Desiree. Teilweise sagt man auch, dass Dinge dumm gelaufen seien und man bestimmte Sachen hätte machen können. Und generell betonen sie, dass man nicht mal unsauber gearbeitet hätte. Den Vorwurf zu konstruieren, wir arbeiten unsauber oder unjournalistisch, ist übertrieben und unfair. Und die einzige Stelle, wo sie wenigstens so halbwegs klar sagen, dass etwas Falsches gesagt wurde, naja, die hat es leider nicht mehr ins Statement-Video geschafft. Deswegen wirkt vieles wie ein Ausweichen oder Ablenken wollen. Und während sie das versuchen, machen sie in ihrem Statement-Video eine ganze Reihe neuer Falschaussagen. Sie behaupten zum Beispiel an verschiedenen Stellen, dass ich Sachen gesagt hätte, die ich nachweislich nicht gesagt habe. Das ist auch nicht nur eine einzige Quelle, wie Rezo behauptet. Sie erzählen auch über unsere Kommunikation falsche Sachen, die nachweislich das Gegenteil von der Realität sind. Richten nach unserer Veröffentlichung sogar noch ein weiteres Gesprächsangebot an ihn. Das Angebot wurde nicht angenommen. Sie haben sogar über das ganz ursprüngliche Telefonat mit Ihnen weitere neue falsche Sachen erzählt, die ich widerlegen konnte. Wie man auf die Kritik, dass man falsche Sachen verbreitet, teilweise klar gelogen hat, reagieren kann, indem man weitere falsche Sachen behauptet, ist mir persönlich ein Rätsel. Dazu kommt, dass Ihre Verteidigung vom Framing-Kritikpunkt auch eher nur neue Kritikpunkte aufwirft. Sie bauen zum Beispiel eine Reihe von Strohmännern, also verändern nachträglich Aussagen, um die es eigentlich gar nicht ging. Oder sie wiederholen teilweise exakt das Verhalten, das ursprünglich kritisiert wurde. Und wir wissen durch das Statement-Video jetzt, dass sich die einseitige Berichterstattung in einem Fall genau deckt mit der persönlichen Meinung der Redakteurin. Überraschung. Bezüglich des Umgangs mit Gesprächspartnern haben wir jetzt ein weiteres Beispiel, das gut dokumentiert ist. Nämlich der Umgang mit All-In. Ihr erinnert euch, bei mir war es okay, die Antworten zu zeigen, bei All-In irgendwie nicht. Um 22 Uhr wurde eine Mail geschickt. Upsi, kein Widerspruch, jetzt zeigen wir ihre Antworten nicht. Wir wissen außerdem durch das Statement von Steuerung F, dass die Redaktion ein Misstrauen mir gegenüber gespürt hat, noch bevor wir überhaupt richtig miteinander gesprochen haben. Und das war auch wahrscheinlich der Hintergrund dafür, warum mir unterstellt wurde, ich hätte mir das mit der Therapie nur ausgedacht und Spielchen gespielt. Außerdem gab es in dem Statement von Steuerung F
F eine ganze Reihe von Sachen, die nicht wirklich zusammengepasst haben, bis hin zu klaren, logischen Widersprüchen, in die sich Steuerung F verstrickt hat. Sie würden super gerne mit mir reden, aber dann hat keiner von ihnen über Wochen Zeit, mit mir zu telefonieren. Sie beklagen sich darüber, dass ich eine Anfrage-Mail schicken soll mit Fragen. Und dann mache ich das und sie beantworten Fragen aus der Anfrage-Mail nicht. Sie behaupten, dass sie immer unbedingt eine Freigabe zum Zitieren brauchen, aber halten sich dann im selben Video an verschiedenen Stellen nicht daran. Und unter den neuen Kritikpunkten ist außerdem, dass Funk eine verbreitete Falschaussage nicht korrigiert hat, sondern stattdessen gesagt hat, es ist uns diesmal nicht ganz gelungen, ganz genau zu sein. Und natürlich, dass Steuerung F von der mangelnden Recherche beim Theo Strattmann-Video scheinbar ganz genau wussten, aber das eben nicht zugeben wollten, sondern lieber unter den Tisch kehren wollten. All das haben wir natürlich vor der Veröffentlichung gecheckt. Alles in allem lässt sich also gut erkennen, das Statement-Video von Steuerung F hat die ursprüngliche Kritik nicht in erster Linie aus dem Weg geräumt, sondern vor allen Dingen neue Kritikpunkte geschaffen. Und zwar welche, die teilweise deutlich schlimmer sind als die davor. Kommen wir zum Fazit. Vorweg möchte ich einmal ganz kurz Lob aussprechen für diejenigen, die sich in dieser Debatte in Kommentaren beteiligt haben. Ich habe echt viele Kommentare gelesen und das war erstaunlich, überdurchschnittlich, konstruktiv und differenziert. Ich hatte es ja in meinem ersten Video zu diesem Thema schon betont, aber hier jetzt auch nochmal. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn das so bleibt, also nicht verallgemeinern, differenziert bleiben und nicht haten. Denn es bringt wirklich niemandem was, wenn man stupide in Schwarz-Weiß denkt und sich Feindbilder baut. Und was lässt sich jetzt abschließend sagen? Steuerung F wurde kritisiert und ihr Statement kam bei den Zuschauern ziemlich schlecht an. Und ich denke, wir haben in diesem Video gesehen, warum das so ist. Und ganz ehrlich, dieses kritische Feedback an Steuerung F kann ich absolut verstehen. Weil auch wenn es positive Entwicklungen gab, wie zum Beispiel, dass Steuerung F jetzt bei ihren Videos ein Quellendokument führen möchte, wurden im Großen und Ganzen durch das Statement-Video neue Kritikpunkte geschaffen und die meisten alten dabei nicht mal sinnvoll aufgearbeitet. Und ich verstehe total, dass es schwer fällt, Verantwortung für Fehler zu übernehmen. Niemandem fällt es leicht. Keiner kann sich diesbezüglich aufs hohe Ross setzen. Aber ich finde, es gibt einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Nämlich der Unterschied zwischen Fehlern und einer ziemlich unehrlichen Art bei der Aufarbeitung dieser Fehler. Fehler macht jeder Mensch, auch Journalisten. Das sollte man natürlich vermeiden und Fehler dürfen und sollen auch kritisiert werden, aber natürlich kommt es vor, dass Journalisten Fehler machen. Und dass Fehler passieren, zum Beispiel unsauber gearbeitet wird oder was Falsches verbreitet wird oder so, kommt natürlich auch bei Steuerung F, bei Funk oder bei anderen öffentlich-rechtlichen Medien vor. So wie bei allen anderen auch. Und wenn das mal passiert, dann kommen die meisten damit klar und das fickt jetzt nicht mit dem Grundvertrauen. Aber, und das ist jetzt der Knackpunkt, nur dann fickt das nicht mit dem Grundvertrauen, wenn diese Fehler auch jedes Mal ehrlich und transparent aufgearbeitet werden. Denn wir als Gesellschaft haben kein Anrecht darauf, dass irgendwelche random Leute ihre Fehler transparent aufarbeiten. Aber wir als Gesellschaft haben voll den Anspruch darauf, dass öffentlich-rechtliche Medien ihre Fehler transparent aufarbeiten und dabei total ehrlich sind. Wenn aber sehr viele Leute den nachvollziehbaren Eindruck bekommen, dass das nicht passiert, dass stattdessen Probleme aus Prinzip runtergespielt werden oder durch weirde Moves von ihnen abgelenkt werden oder sogar aktiv versucht wird, sie zu vertuschen. Wenn man sich ganz klar versucht rauszureden und sich dabei in noch mehr Unwahrheiten und Widersprüche verstrickt, dann fickt das mit dem Grundvertrauen. Und zwar viel mehr als die ursprünglichen Fehler. Und wenn jemand dadurch die Glaubwürdigkeit in Steuerung F oder Funk oder die Öffentlich-Rechtlichen Stück weit verliert, kann ich da ganz, ganz wenig gegen sagen. Durch dieses ganze Verhalten von Steuerung F haben sie sich und auch anderen öffentlich-rechtlichen Medien aus meiner Sicht deswegen einen großen Schaden zugefügt. Sowas zerstört oder verringert Glaubwürdigkeit und Vertrauen und macht es auch für Leute wie mich schwerer, die Öffentlich-Rechtlichen zu verteidigen. Und sie zu verteidigen möchte ich nach wie vor. Aus meiner Sicht sind gute, funktionierende Öffentlich-Rechtliche ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Demokratie. Und in der aktuellen Zeit, durch sein Verhalten dafür zu sorgen, dass da Vertrauen und Glaubwürdigkeit schwindet, halte ich für ein großes Problem. Schade, dass es so gelaufen ist. Peace. Ich bin raus.